Renato. Ich heiße Isabella. Und wir haben es vor 4 Monaten in IKEA hochgekauft. Wir sind das erste Mal auf Spreitenbach in die IKEA, haben uns das einmal angeschaut, sind aufgekommen, das umfangreiche Angebot gesehen. Dazu noch die Abzughaube, da haben wir gewusst, wow, ich habe mich hier gerade in die neue Küche verliebt. Und wie ich muss sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch, weil wir ja, ich arbeite auf dieser Branche und ich habe immer gesagt, IKEA, ja, es ist zwar, wir sind dort über denen gegangen und ich muss eigentlich sagen, ich bin eigentlich positiv überrascht worden. Von der Planung her ist es auch für sich etwas einfaches. Wir haben das innerhalb von drei Tagen da so aufgebaut, qualitativ hochwertig ausgeführt. Also, dass wir in einem Dorf wohnen, haben natürlich Nachbarn gesehen, wo einmal die Lastwagen gekommen sind mit dem Material und. Und die Frage ist dann gleich aufgetaucht, ja, hast du aufgebaut, ist da etwas gegangen bei dir? Habe ich meinen Nachbarsfrauen erzählt, dass ich jetzt eine neue Küche habe. Der Traum jeder Frau. Und natürlich ist es nicht lang gegangen und ich hatte hier eine Vereinigung von Frauen da rein. So sind sie hier und ich gesagt, ja, neue Küche, von wem, wie, wo, sage ich, das ist IKEA-Küche. Das haben wir jetzt seit Mai oder April, Mai haben wir das umgesetzt. Und sind also alle begeistert gewesen. Wirklich. Also, ich glaube, jede, die eine neue Küche jetzt so sie gesehen hat, wie schön, dass das jetzt bei mir und bei meinen Eltern ist.